Ja, was heißt neue Richtung? Wir haben ja im Prinzip mit diesem Mitgliedervotum gezeigt, und das haben wir ja auch in der Vergangenheit gezeigt, Frau Weidel als Fraktionschefin, ich als Bundeschef der Partei, dass wir verschiedene Strömungen in dieser Partei schon abdecken. Und das haben die Mitglieder gutiert, das haben sie auch mit ihrem Abstimmungsverhalten klar gezeigt, dass wir alle Strömungen in dieser Partei anerkennen und auch mitnehmen. Und das habe ich immer wieder auch in meinen Reden, aber auch natürlich in meinem Tun, indem ich durch sämtliche Landesverbände gereist bin, mich mit den Mitgliedern ausgetauscht habe, auch mit allen Landesvorsitzenden in unserer Partei in Kontakt stehe. Das ist der integrative Kurs, den wir beide verkörpern. Und ich denke, das hat im Prinzip dieses Votum auch mit diesem Ergebnis gezeigt. Ich denke, wir haben heute erstmal die Kandidatur zur Spitzenkandidatur hier entschieden, beziehungsweise die Mitglieder haben das gewählt. Das steht jetzt erstmal nicht auf der Tagesordnung. Sie sind ja schon 2-3 Schritte weitergegangen. Wir wollen jetzt erstmal geeint und auch ganz aktiv in den Wahlkampf gehen. Das ist unser Ziel, und da brauchen wir alle Mitglieder, auch alle Spitzenkandidaten, auch alle Landesverbände, dass wir einen erfolgreichen Wahlkampf führen. Wie die nächste Fraktion aussieht, in welcher Größe sie dann sein wird, das hängt natürlich von dem Erfolg unseres Wahlkampfes, aber natürlich auch von unserem Ergebnis am Ende ab, und das entscheiden dann die Mitglieder der Fraktion und auch wer Fraktionsvorsitzender sein will. Also dem will ich jetzt auch nie vorgreifen. Das wird dann die neue Fraktion entscheiden. Das ist noch ein paar Monate hin. Also von daher gehen wir jetzt erstmal geschlossen in den Wahlkampf. Vor uns liegt ein schwerer, harter Wahlkampf. Aber nochmal vielleicht kurz gesagt, ich freue mich wirklich auch sehr, dass die Mitglieder hier auch verstanden haben, dass es sehr wichtig ist, dass auch Mitteldeutschland und Ostdeutschland mit in diesen Wahlkampf integriert gehört. Wir repräsentieren als Ostverbände doch ein Drittel aller Wähler dieser AfD. Wir haben 6 Millionen Wähler bei der letzten Bundestagswahl gehabt. Knapp 2 Millionen kamen aus den neuen Ländern. Und daran sieht man eigentlich, dass wir uns gegenseitig brauchen, dass wir eine Partei sind, dass wir eine Volkspartei sind. Und das ist auch in den Kandidaten sich widerspiegeln muss. Und darüber freue ich mich wirklich sehr, dass dieses Votum auch so deutlich ausgefallen ist und das auch repräsentiert, dass hier alle Strömungen, aber auch alle regionalen Gebiete in unserer Partei mit berücksichtigt wurden. Ja, zur Presseerklärung. Ich gehe davon aus, dass der Bundessprecher eine geschlossene Partei möchte und natürlich auch uns unterstützt. Also das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Das muss er, denke ich mal, nicht extra erwähnen. Wenn Sie natürlich von dem Proport sprechen, wenn 50% der Partei abgestimmt haben, dann heißt es ja nicht, dass eine Strömung gar nicht abgestimmt hat. Also das ist ja wirklich, das wäre wirklich in der Weise schon sehr interessant, das zu denken. Ich habe natürlich auch die letzten Wochen und auch Monate viele Gespräche geführt, habe aber auch die letzten Tage viel Rückenwind, auch Zustimmung aus den westlichen Landesverbänden bekommen, gerade aus Niedersachsen, auch aus Hessen, aus Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg, die sehr wohl meine Kandidatur auch unterstützen mit diesen Proporzen, die ich Ihnen genannt hatte, was auch die Strömung angeht. Und wenn 71% diesem zustimmen, dann kann man nicht von Lagern und Strömungen sprechen. Das ist das gleiche Ergebnis in ungefährer Form, wie Frau Weidel zur Spitzenkandidatur in Baden-Württemberg erhalten hat. Ich habe in Sachsen als Spitzenkandidat 78% erreicht und habe damit im Prinzip auch die Strömung abgedeckt. Genau das ist doch eigentlich der Erfolg unserer Partei, wenn man alle Mitglieder, auch alle Strömungen unserer Partei mitnimmt. Und das ist, denke ich, haben wir verkörpert in unserem innerparteilichen Wahlkampf, aber auch zuvor schon. Ansonsten erreicht man in dieser Partei diese Ergebnisse nicht. Und das ist für mich eigentlich eine Wertschätzung unserer Mitglieder, die das genauso sehen. Und darüber freue ich mich. Und ich denke, Frau Weidel wird es ähnlich gehen dazu. Ja, also es geht natürlich, genau, Frau Weidel hat das Wirtschaftliche schon sehr gut ausgeführt. Natürlich geht es auch um die ganzen Grundrechts- und Freiheitseinschränkungen, die wir aktuell erleben unter diesen Corona-Maßnahmen, die ja, wie Sie alle wissen, bislang auch noch nicht aufgehoben wurden. Wir erleben immer mehr, dass mittlerweile mit Grund- und Freiheitsrechten als Gnadenrechte umgegangen wird, dass man hier überlegt, im Herbst, im Winter eventuell Kinder zu impfen an den Schulen, um ihm überhaupt die Schulpflicht bzw. die Gelegenheit wieder an Präsenzunterricht in Schulen teilzunehmen, gewähren möchte. Also das sind alles Dinge, die wir natürlich genauso mit aufgreifen wollen. Wirtschaft, Mittelstand ist ein wichtiger Punkt, den Frau Weidel hier schon angedeutet hat. Auch das erlebe ich ja selbst als Handwerksmeister, wie hier im Prinzip dieser Mittelstand, aber auch die Mittelschicht an sich erodiert in diesem Land. Wer hält denn dieses Land, wer hält denn diese Wirtschaft überhaupt am Laufen? Wer bringt denn volkswirtschaftlich die Steuern ein? Das ist der Mittelstand. Das sind diejenigen, die im Prinzip hier diesen Laden noch am Laufen halten. Die werden vernachlässigt. Die sind in großen Teilen politisch heimatlos geworden. Das erfährt man immer wieder mit Gesprächen mit Unternehmern, mit den Bürgern. Und denen wollen wir als Alternative auch eine Stimme geben. Und das tun wir auch. Und ich denke, da müssen wir ansetzen, um auch diesen Personen wieder erfolgreich eine Stimme zu geben, auch die Bundesregierung hier zu ermahnen, dass hier die inländische Wirtschaft gestärkt wird. Energiekosten wurde hier angesprochen. Die CO2-Steuer als klare Forderung, dass die abgeschafft gehört. Hier gibt es ja mittlerweile Forderungen der Grünen, diese sogar noch zu erhöhen. Was Mehrkosten
nicht nur für die Wirtschaft bedeutet, sondern auch für die Familien, für vierköpfige Familien geht es hier um wirklich hohe Summen von 1.500, 1.600 Euro mehr an Energiekosten, wenn die CO2-Steuer noch weiter steigt. Also es sind alles Forderungen, die wir im Wahlkampf stellen werden und wo wir auch Antworten geben werden. Vielen Dank. Ja, der Bundesvorstand ist nicht zuständig, MPHV in dieser Form einzuleiten. Wir haben das zurückdelegiert an den Landesvorstand, da wo es hingehört. Und das war eigentlich auch meine Intention dazu, dass sich erstmal damit der Landesvorstand beschäftigen sollte. Und das hat er meiner Ansicht nach bislang getan, hat sich auch da klar positioniert. Auch Frau Brinker hat sich dazu positioniert. Und von daher gilt es, diese Rechtssicherheit in diesen ganzen Fragen abzuwarten und auch formal so zu beschreiten. Und das ist schon immer mein Ansatz gewesen bei allen Verfahren, die wir geführt haben. Wie Sie wissen, haben wir Verfahren geführt, die teilweise von anderen Justizkreisen kassiert wurden. Und diese Blamage möchte ich mir einfach ersparen. Und deswegen muss man sowas prüfen und gegebenenfalls natürlich auch abwägen, in welcher Position ist diese Person und welche Verdienste hat auch eine Person für eine Partei geleistet. Auch das gilt für mich dazu. Ich halte einige Meinungsäußerungen durchaus im Bereich dessen, wo man die vom Grundgesetz gedeckt sind, andere wiederum nicht. Und das werden wir intern so klären. Frau Merkel nennt es natürlich nicht Great Reset, die nennt das die große Transformation. Und wenn Sie Ihre Reden verfolgen, auch im Bundestag, es kommt keine oder kaum eine Rede bei ihr aus mit Transformation, mit großer Transformation. Und da fragt man sich ja immer, was bedeutet das eigentlich? Was meint sie damit? Und sie gibt es ja unumwunden auch zu, dass man hier im Prinzip in dieser Gesellschaft, auch in vielen Bereichen, im Wirtschaftlichen kaum einen Stein auf dem anderen lassen will. Man möchte alles umdrehen, man möchte alles versuchen zu verändern, auch Bewährtes verändern. Und das ist genau das, gegen das wir auch Politik machen, wo wir wollen Dinge, die gut laufen in diesem Land, erhalten. Das ist auch, hat auch ein Stück was mit Konservatismus zu tun. Ich möchte die Dinge, die in diesem Land gut sind, behalten und erhalten. Die möchte ich auch meinen Kindern weitergeben. So bin ich aufgewachsen, so habe ich meine eigene Firma aufgebaut, auf die ich stolz bin, wo ich heute mittlerweile doch schweren Herzens überlege, ob ich meinen Kindern überhaupt empfehlen würde, in diesem Land eine Firma zu gründen unter diesen Voraussetzungen. Weil man merkt es ja, jeder, der selbstständig ist, wie man hier ackern muss, wie man hier im Prinzip jeden Tag von früh bis abend arbeiten muss, um überhaupt auf den grünen Zweig zu kommen. Das fängt an mit diesen unsäglichen EU-Regularien, mit Bürokratie, Überhäufung. Die Bürger wollen einfach in ihrem Wirken auch ein Stück weit in Ruhe gelassen werden. Und wir erleben es ja jetzt mit diesen Corona-Maßnahmen. Niemand sieht hier mehr durch, was hier aktuell überhaupt gilt. In welchem Bundesland gilt was? Wo brauche ich jetzt mittlerweile eine Impfung, um eventuell dort und dort hinzureisen? Also das sind ja alles Dinge, die schon im Anlauf sind, wo ich mich manchmal frage, in den Supermarkt kann ich gehen, da reicht eine einfache Maske. Andere Märkte beziehungsweise Buchgeschäfte, da brauche ich mittlerweile einen Testpflicht. Das sind alles Dinge, die die Leute nicht mehr verstehen wollen. Und das machen wir ganz deutlich. Und um nochmal über Spalt und Lager zu reden, das ist doch hauptsächlich ein Thema für die Medien. Das interessiert doch hauptsächlich Sie, weil damit haben Sie immer was Schönes zu schreiben. Die Mitglieder interessiert das überhaupt nicht so weit. Im Gegenteil, die sagen sich, und das nehme ich auch als Mahnung für uns als Parteiführung, aber auch als Fraktionsführung auf, dass wir uns gefälligst zu einen haben, um hier auch erfolgreich Wahlkampf zu machen. Das ist nämlich auch für mich selbst mit, dass diese innerparteilichen Streitigkeiten auch in der Führung, auch im Bundesvorstand der Vergangenheit anzugehören habe. Aber ich gehöre mit Frau Weidel, auch mit Herrn Gauland, aber auch mit Stefan Brandner ganz klar zu denjenigen, die das immer wieder fordern, auch Dinge im Prinzip mit den Mitgliedern zu entscheiden und auch hier darauf zu achten, wie das in der Außenwirkung ankommt. Und das ist unsere Aufgabe gewesen und diesen Kurs verfolgen wir auch weiterhin. Ich bin schon in der Regierung. Ich bin schon in der Regierung, ja. Mich würde es freuen, wenn wir vor der SPD noch landen würden. Das wäre, denke ich mal, so ein Schmankerl, den man noch mitnehmen könnte. Das würde mich sehr freuen. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen.
wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.